Willkommen zurück bei Dragon Age 2. Hier haben wir geendet und ja, tut mir leid, hab eine lange Zeit nicht aufgenommen, hatte was anderes zu tun. Aber heute machen wir mal weiter und mal sehen, was wie's mal läuft und welche Herausforderungen wir zu bestreiten haben. Okay, jetzt gucken wir erstmal, welche Quests wir haben. Gerüchte, machen wir erstmal die Gefährtenmission. Nimm Evelyn mit. Okay, mal gucken, ob ich die Evelyn hab. Ja. Jetzt gucken wir nochmal, wo es ist. Hinterhalt entlang der Pfarre. Okay, dann gehen wir mal dahin. Ist bestimmt dann hier oben. Wie es von dem Pfeil angezeigt wird. Und ja, ich habe mir auch vorgenommen, morgen ein neues Mikrofon zu kaufen. Neues Mikro. Mal sehen, ob das dann viel um einiges besser wird als das, was ich jetzt habe. Ich habe Karl erst vor wenigen Minuten reingehen sehen. Und bisher sind keine Tempel in Sicht. Seid ihr bereit? Ja, das sind wir. Ich habe hier draußen nichts Verdächtiges gesehen. Beeilen wir uns. In Ordnung. Ich übernehme das Reden. Ihr haltet die Augen nach Tempel offen. Gern. Die Ladesequenzen finde ich einfach schön. Besonders Ladesequenzen, die sich bewegen. Mal schauen, vielleicht finden wir hier was. Nein, leider nicht. Ah, hier eine Tür. Okay. Nichts Besonderes. Wir wollen ja keine negativen Punkte. Kurz speichern. Anders, ich kenne euch zu gut. Ich wusste, dass ihr niemals aufgeben würdet. Was ist mit euch? Warum redet ihr wie ein... Ich war zu aufmüpfig, genau wie ihr. Die Templer erfuhren davon. Sie statuieren ein Exempel an mir. Nein. Wie sollten Magier sich sonst selbst kontrollieren? Eines Tages werdet ihr verstehen, Anders. Sobald die Templer euch lehren, euch selbst zu kontrollieren. Das ist der Abtrünnige. Ihr werdet nie wieder einem Magier antun, was ihr ihm angetan habt. Ja, ich finde Enders einfach noch cool. Ja, mal gucken, wer hat am meisten Energie? Derer. Kurz Kava heilen und dann gleich die Attacke. Oh wow, das sieht nicht gut aus. Anders, was habt ihr getan? Es ist, als hättet ihr ein Stück des Nichts in diese Welt gebracht. Ich hatte schon vergessen, wie sich das anfühlt.
Ich dachte, die Besänftigten wären für immer vom Nichts abgeschnitten.